Ja, Franco, es lag 2-2 gegen den ersten FC Düren. Ein Spiel Achterbahn der Gefühle, würde ich sagen. Was sind so deine ersten Gedanken nach dem Spiel? Ja, es ist sehr bitter. Also wir gehen nach 85., 86. in Führung und belohnen uns für den ganzen Aufwand, den wir geleistet haben. Ja, und bringen uns dann um den Lohn mit einer völlig unnötigen Ecke, wo wir nicht vernünftig klären und vernünftig durchschieben. Ja, und dann nicht enger Mann sind und dann so einen Ball da reineiert hinten im zweiten Posten. Ist schon extrem bitter. Ja, der Beginn des Spiels, frühes Gegentor wieder. Was hat da noch gefehlt? War der nicht ganz wach? Oder? Ja, also wir müssen das klar analysieren. Also es ist schon in Oberhausen passiert, dass wir nicht von der ersten Sekunde da waren, heute schon wieder. Dass wir nicht in Zweikämpfe kommen, dass wir nicht griffig sind, aggressiv sind, so lassen das Spiel vor uns hinplätschern, bis es hinten klingelt und dann machen wir erst auf. So, und wir werden nicht jedes Mal so zurückkommen. Deswegen müssen wir schleunigst den Hebel umlegen. Du sagst es, ihr seid zurückgekommen, habt das Spiel dominiert, auch gegen Oberhausen schon starke Leistungen. Ja. Von der Punkteausbeute sicherlich auch nicht das, was man sich zum Saisonstart vorstellt, aber die Leistung macht auch Grund zur Hoffnung, oder? Die Leistung macht definitiv Grund zur Hoffnung. Natürlich ist ein Punkt zu wenig für den ganzen Aufwand, den wir geleistet haben. Wir haben Oberhausen das ganze Spiel in Grund und Boden gerannt, heute schon wieder, die waren schon kurz vor der Halbzeit am Pumpen, haben sich schon hingelegt, auf Zeit gespielt, in der 60. Minute mit den ersten Kämpfen auf den Boden gelegen. Und das spricht definitiv für uns und wir werden daraus auch im Endeffekt auch Punkte ziehen. Das 2:1 war wieder ein Wahnsinns-Freistoß-Tor von dir. Was hast du dir gedacht? Marco kam vorher dazu, der hat dir was gesagt. Ja, er hat mich gefragt, wie ich mich fühle. Ich habe ihm gesagt, dass ich den reinmache. Also ich hatte da keinen Zweifel und er hat das Ding dann draufgehauen, der war drin. Die Kulisse, 11.600 Zuschauer, ja. Das war doch mal ein schöner Auftakt. Ja, pure Gänsehaut. Also wir Spieler wünschen uns, dass wir weiterhin so zahlreiche Zuschauer ins Stadion bekommen können. Und auch mit unseren Leistungen dann weiter belohnen und natürlich auch mit Punkten im Endeffekt. Danke dir. Gerne. 2:2, am Ende leistungsgerecht oder nee? Also aus Aachener Sicht nicht das, was man halt da haben wollte. Nein, definitiv nicht. Vor allem in der 85. Minute das 2:1 machst, noch zurückkommst nach dem Rückstand. So diese Spielkontrolle hast, die wir auch von Anfang an hätten haben müssen und was eigentlich von unserer Seite vorgenommen wurde. Wir haben uns dann schon während der ersten Halbzeit gesteigert. Die ersten 10, 15 Minuten waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir unsere Fans mitgenommen haben, dass wir auch dann im eigenen Ballbesitz klarer gespielt haben. Da haben wir zu sehr den Gegner durch einfache Ballverluste zum Kontern eingeladen, haben die dann direkt stärker gemacht, aber haben das dann korrigiert. Und trotz alledem sind wir auch zweite Halbzeit trotz des hohen Ballbesitzes nicht zu sehr ins letzte Angriffsdrittel gekommen, was unser Ziel war und Ziel sein muss. Da auch mehr Torchancen zu kreieren und vor allem mehr Abschlüsse zu kreieren. Du hast gelegen, wenn zu viel Abstand zwischen den Reihen, insgesamt zu wenig Tempo? Nein, ich würde zweite Halbzeit das definitiv nicht sagen. Erste Halbzeit, die ersten 10, 15 Minuten definitiv. Das heißt, da waren wir zu sehr voneinander getrennt. Das heißt, die letzte Reihe war beim Spielaufbau, aber dann der Rest war zu sehr darauf bedacht, dann auch die Tiefe zu haben, keine gute Staffelung gehabt. Das sind Dinge, das müssen wir besser machen. Und vor allem wichtiger ist, diese einfachen Fehler zu unterlassen. Auch die Ecke, die dann zum Ende des Spiels entsteht, viel mehr Ruhe zu haben, den Ball sauber anzunehmen und nicht zu klären, vor allem nicht in der Situation. Und vorher haben wir zwei Ballverluste. Das heißt, wir haben einmal mit Marco den Ballverlust, dann haben wir Exo, der den Ball verliert. Ja, und dann landet das beim Eckball. Also als Urtag anlief, habe ich zu mir selbst Wegberg gesagt. Ich wusste das. Aber danach muss man sowas dann auch halten, so ein Ergebnis. Definitiv. Das Ergebnis muss man über die Zeit bringen. Leider ist es uns das nicht gelungen für den Aufwand, den wir wieder betrieben haben. Und da müssen wir daraus lernen. Steht der Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag? Gefühlt lauft ihr mehr, aber weil ihr auch viel mehr Fehler macht. Ihr müsst viel mehr. Ja, wir haben jetzt, da gebe ich erste Halbzeit, die ersten 10, 15 Minuten gebe ich dir 100% recht, definitiv. Aber nachher, denke ich mir, war es besser. Aber wir haben im entscheidenden Moment wieder Ballverlust gehabt, was hätte nicht sein dürfen. Dann läufst du 50, 60 Meter hinterher und klärst auch noch zur Ecke. Du hast mit Lars angefangen auf rechts, das hast du aber relativ schnell korrigiert, ne? Dass Marco wieder da hinten gegangen. Ja, wir wollten eigentlich dadurch vor allem im Zentrum mehr Spielkontrolle haben und das ist uns in den ersten Minuten nicht gelungen. Und deswegen war dieser Schritt in meinen Augen notwendig. Marco ist nach rechts gegangen und Tim 1:0.
Timmins genau im Zentrum, eins zurück zu Sauerland und Özwein dann linksoffensiv, genau, und Ramay vorne rein. Ja. Genau. Und mit welchem Gefühl fährst du jetzt gleich nach Hause? Enttäuscht oder gibt's? Ja, mich ärgert das, solche Fehler ärgern einen natürlich, weil ich sag ja, wie du selber sagst, wir betreiben einen Riesenaufwand und der Gegner war ja klinisch tot, ehrlich gesagt. Ne? Deswegen, dass du dann nicht daraus noch mehr profitierst und vor allem das Ding schlimmstenfalls nach Hause, das sind halt enge Spiele, da musst du dann nach Hause bringen, fertig. Ne?